Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Bollywood-Filme kommen mir persönlich immer wie so eine Art indisches Grabmal vor. Sie sind ganz offensichtlich was Indisches und ich denke mir jedes Mal beim Anschauen, ich gehe schnell in den Garten und grab mal, weil dann kann ich mir nachher da schießen, ohne dass eine Sauerei übrig bleibt. Aber in diesem Fall, dieses indische Grabmal hat rein gar nichts mit Bollywood zu tun. Puh, aber was ich mindestens genauso gerne mag, Stummfilmen aus dem Jahr 1921. Und dabei deutsche Stummfilme aus dem Jahr 1921. Die Sendung des Yogi, noch dazu nichts mit Fußballtrainern übrigens zu tun, mit einer Laufzeit von 132 Minuten gesegnet. Und dann der zweite Teil, der im selben Jahr veröffentlicht wurde, noch einmal 110 Minuten. Also wenn man sich beide hintereinander anschaut, dann hat man quasi gefühlt genauso viel Zeit investiert wie für einen ganz normalen Bollywood-Film. Aber man muss an der Stelle dazu sagen, ich habe hier wirklich überhaupt keine Ahnung, wovon ich rede. Das indische Grabmal ist hier als DVD-Digipack von Cinefest erschienen und ich denke mir, ich müsste Cinefest einander klatschen haben, dass ich mir das wirklich anschaue. Ja, ich weiß, ich klinge jetzt wahrscheinlich wieder mal etwas intolerant, aber ganz ehrlich, bei dem, was ich in der letzten Zeit über Bollywood oder Arthouse-Filme generell gesagt habe, wundert's noch irgendwen, aber das ist natürlich die Art Film, mit der ich wahrscheinlich relativ wenig anfangen kann. Gut, es soll damals der weltgrößte Film sein, da hätte man vor 100 Jahren natürlich nicht damit rechnen können, dass irgendwann einmal Ryan Reynolds daherkommt und jeden Aufwand dergleichen mit Füßen tritt, aber ist eine Romanverfilmung, wo sogar Fritz Lang am Drehbuch mitgeschrieben hat. Okay, das klingt wiederum interessant, aber ist natürlich ein einfaches Relikt, vielleicht einmal eine Sache, wo ich wirklich rein Interesse halber, weil ich ja natürlich wahnsinnig großes Interesse an der Kunst des Filmemachens an sich habe, obwohl nicht an Kunstfilmen, versucht es nicht näher darüber nachzudenken, aber wo ich mir denke, vielleicht schaue ich da einmal rein, alleine um eben zu sehen, was mich da an monumentaler, epochaler Inszenierung erwartet, aber ich kann mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass ich mir die gesamten 4 Stunden von das indische Grabmal jemals anschaue, aber man muss schon sagen, sollten das hier wirklich Szenenbilder aus dem Film sein, dann ist das Ganze wirklich absolut wundervoll gemacht. Das sind sehr, sehr schöne Bilder, die da im Digipack-Inneren sind und vor allem eben auch in wirklich hervorragender Qualität für das Alter des Films definitiv. Aber zum Glück bekommen Unwissende, wie ich, dann hier auch noch ein Booklet spendiert, wo man dann noch einiges eben erfahren kann. Fast 30 Seiten soll dieses Booklet messen und uns eben auch noch ein paar Informationen natürlich einerseits zum Film servieren, aber andererseits eben auch ein paar weitere Screenshots und Bilder aus dem Film, damit wir das Ganze ein bisschen besser zu- und einordnen können. Offensichtlich haben wir eben da diese typische Braunfärbung, diese Sepia-Töne, die wir bei älteren Filmen eben ganz oft auch sehen, aber das Booklet ist meiner Meinung nach eigentlich recht cool gestaltet. Grundsätzlich halt eben natürlich eine sehr optisch einfach gestaltete DVD, aber finde ich optisch trotzdem hochwertig. Mir gefällt die Tatsache, dass es in einem Digipack ist, aber ich muss trotz allem in meiner gesamten Ignoranz und vor allem als jemand, der sich dieser Ignoranz auch durchaus bewusst ist, sagen, besonders interessieren tut mir das indische Grabmal trotzdem nicht.